böse, weil ich im Kampf war. Gerechte Strafe, Sturmlegion. Ich wusste es. Die Kultisten des Luftdrachens müssen sich zusammengetan haben, um ihren Meister zu befreien. Das ist eine erschreckende Entwicklung, das Hanna. Gut. Ihr müsst sofort unsere Garnison in Weißfall über diese Entwicklung informieren. Die Beteiligung der Sturmlegion verändert alles. Auch, ach, und nehmt auch diese Abscheulichkeit mit in die Stadt, am besten auf einem Spieß. Jeder soll sehen, welches Schicksal Banditen ereilt. Na klar. Ist noch eine Quest für mich? Hast du noch was auf dem Kopf? Hast du noch eine Quest? Warum redest du nicht mit mir? Ah, natürlich. Na klar, du hast zwar ein Fragezeichen, aber ist ja... Na, Anweisungen des Arztes. Ach ja, das sind meine Instrumente. Fantastisch. Ich fürchtete schon, ich würde sie nie wiedersehen, nachdem ich diese Monster vertrieben habe. Nachdem mich diese Monster vertrieben haben. Ich bin gerade noch mit heiler Haut davongekommen. Die Wunder, die ich mit diesen Instrumenten vollbringen werde, werden ein Tribut an eure Tapferkeit sein, weil ihr sie mir zurückgebracht habt. Ah, ja. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Aber sowas ist echt ätzend, weißt du, machst nix, wirst von irgendwelchen Assis angegriffen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen harsch ausgedrückt, aber ganz ehrlich, ich hab nichts gemacht. Und dann greifen einen die Wachen an, weil man PvP-Defekt ist. Was? Früher haben einem Wachen ja geholfen. Kenn ich zumindest so. Oh, guck mal, da liegt was unterm Tisch. Ein Artefakt. Übersetzungstafel. Ihr habt diesen Gegenstand bereits gesammelt. Ist das toll. Ja. Handwerk. Na hier. Mach mal Int. Ach so, ich muss mein rufen. So, wart mal nicht so lange. Ist das... Achso, das war die Intelligenzschriftrolle. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt schnell die Yetis. Die sind ja irgendwo im Süden gewesen jetzt. Und dann können wir ja so... so ein Stückchen so Richtung... links. Hier ist ein Yeti. Warum sind Yetis schneeblind? Das kann doch nicht. Das ist doch total sinnfrei. Die leben im Schnee und sind schneeblind. Dass ich das richtig verstehe. Ich meine, klar. Natürlich. Achso, meine tägliche Belohnung kann ich noch abholen. Und was ist es? Auch ein Artefakt. Und wieder ein neues. Das wird einfach nichts. Ich werde nie von irgendeinem alle haben. Dafür gibt es einfach zu viele. Ich meine, einerseits ist es ja gut, dass es so viele sind, weil man dann mehr sammeln kann. Aber andererseits ist es echt für'n Arsch. Weil du ja nie fertig wirst. Du kriegst ja immer nur eins. Oh, ein Scheiß. Nee, aber heute habe ich die letzte Folge von Alice hochgeladen. Also, na, was heißt hochgeladen? Eher freigeschaltet. Ich lade ja immer schon im Voraus auf, hoch. Damit ich dann in der Woche, weil in der Woche kann es echt passieren, dass ich überhaupt nicht an den Rechner gehe tagsüber. Und dann einfach so tot bin abends, dann, nee. Dann gehe ich schlafen. Und deswegen habe ich halt
Und gerade so Sachen wie Rift und Alice und so haben immer ewig zum Hochladen gebraucht. Also habe ich gesagt, okay, ich lade jetzt immer schön viel vorher hoch. Und klappt ja bis jetzt ganz gut. Und heute habe ich dann die letzte von Alice hochgeladen und morgen kommt dementsprechend ein neues Let's Play, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, das auch noch in Arbeit ist quasi. Also ich habe noch nicht fertig gespielt und da es ein Early Access ist, kommt da auch noch mehr Material. Aber ich verrate noch nicht, was es ist. Das werdet ihr eh vorher wissen, weil diese Folge ja später rauskommt. Also kann ich es im Prinzip doch sagen. Ich spiele Iron Bread. Oh, ich liebe dieses Spiel. Es ist so lustig. Ich kann mich so kaputt lachen. Okay. Das Jedi-Blut in Wolkentümpel wird diese Bestien lehren, dass wir keine leichte Beute sind. Schön. Geschicklichkeit. Ja, pack drauf. Pack drauf. Wir nehmen alles. Okay, aber der nächste Punkt ist wirklich immer noch der Altar der Arbeit. Na gut, gehen wir dahin. Nee, da hat mich gestern so ein Paketbote mal so richtig beeindruckt. Also normalerweise halte ich ja von Paketboten so gar nicht viel. Aber der von Rewe, also der letzte von Rewe hatte mich ja schon beeindruckt, als der da mit 4 Sechsern hochkam. Der von gestern hat 6 Sechser auf einen Schlag hochgetragen zu mir, wo ich so dachte, wow. Wow. 6 Sechser, ach du Scheiße. Also es waren 4 Sechser Eistee mit pro Flasche 1,5 Litern und dann noch 2 Sechser Apfelsaft mit nur 1 Liter. Aber oh, ich kann mir. Und das war so ein Milchbubi. Das ist ja nicht so, als wäre das jetzt, was weiß ich was, für ein Muskelprotz gewesen. Nee, das war so richtig. Ach, da oben habe ich ihn hingestellt. Das war so richtig so ein schmächtiger Jungscher. Der war vielleicht Anfang 20 oder so. Und ich dachte mir so, okay. Und habe ihm auch gesagt, Respekt dafür, dass wir das hier hochgetragen haben. Und also in einem Zug. Und er meinte dann so, ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das gemacht habe. Oh Gott. Und ich sagte, wow. Wäre auch gern so stark. Werde ich aber nie sein. Dann wäre das Einkaufen viel leichter. So, und jetzt müssen wir mit irgendwem reden. Ach so, der ist bestimmt wieder, wenn du hier dann so durchgehst, durch in dem Haus da, richtig? Oder oben? Nee, hier im Haus. Okay. Schauen wir mal. Machtdemonstration. Die Sturmlegion steckt hinter der Aktivität der Banditen. Das hätten wir wissen müssen. Nun, die Niederlage ihrer Rotschneemarionetten scheint sie aus der Reserve gelockt zu haben. Ich habe gerade eine Depesche von der Garnison am Eidbundpass erhalten. Kultisten haben einen Angriff gestartet und den Eiswachtgrat erobert. Sucht sofort den Garnisonskommandanten auf, Beobachter Natam. Seht, ob er euch helfen kann, diese Kultisten zurück in die Schatten zu jagen. Okay. Wo finde ich den? Der da? Klar, machen wir das. Ich eile auf meinem halben Zebra. Ich mag mein Zebra. Nee, aber es war schon irgendwie. Ich hatte ein schönes Wochenende. Nicht so entspannt, wie ich es gerne habe, weil ich bin schon eher so ein Couch-Potato, der schon so ein bisschen Ruhe braucht.
am Wochenende. Aber es war an sich, hat mir schon Spaß gemacht. Ich meine, ich habe gestern auch nur auf einer anderen Couch rumgelegen. Wobei ich auf meiner Couch sehr selten liege, weil die A immer vollgestellt ist und B unbequem und C ich nicht wüsste, was ich auf der Couch machen sollte. Weil, da sitze ich lieber in meinem Computerstuhl oder liege im Bett, weil da ist warm. Naja, bisschen. Nein. Habe ich eine neue. Huch! Erstmal voll vorbeigerannt. Habe ich eine neue Serie geguckt, die ich noch nicht kannte. Irgendwie Hawaii 5-0 oder so ein Unfug. Also vom Namen her, also den Namen fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Aber die Serie an sich war ganz lustig, vor allem weil man die Schauspieler alle kannte, so halb. Also einer der Hauptdarsteller hat bei Ocean's 11 und so mitgespielt. Dann was auch immer, der Autopsie-Fritze, weil ich gucke ja gern so Krimi-Zeugs. Der Autopsie-Fritze war von, was hat er gesagt? Heroes irgendwas? Irgendwas in die Richtung, meinte Patrick. Weiß ich nicht mehr. Und noch so ein paar Leute, die man erkannt hat. Und ich habe einen neuen Film gesehen, den ich noch nicht kannte. Dessen Namen ich allerdings auch schon wieder vergessen habe. Sollte mal im Gedächtnis arbeiten. Irgendwas. American Hustle oder so, oder Hustler American? Irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Naja, aber der war auch gut. Den fand ich eigentlich ganz gut. Und da waren eigentlich nur bekannte Gesichter drin. Ja, den Film kann ich schon empfehlen. Der war spannend. Also er war nicht so vorhersehbar wie die anderen Filme, die man sonst immer so guckt. Wir hatten davor einen anderen Film gesehen, den ich auch gut fand, aber der war unglaublich vorhersehbar. Also hier Equalizer oder so mit Denzel Washington? Richtig? Weiß ich nicht. Jedenfalls, ich bin ganz schlecht ein Schauspielernamen. Jedenfalls war das halt wirklich so, dass. Ich lese erstmal die Quest. Haha. Willkommen, auserwählte Seele. Euer Anblick ist eine Wohltat für müde Augen. Ja, die Kultisten haben den Berg gerade über uns eingenommen, aber sie gehören nicht der Sturmlegion an. Es handelt sich um Wasserkultisten, die sich die Abgründigen nennen. Was sie hierher führt, weiß allerdings keiner. Den nehmen wir. Oh, er ist weggegangen. Okay, nee, und bei Equalizer, also der Film war an sich gut. Ich fand die Schauspieler auch nicht schlecht. Also den Washington, den mag man ja, aber ja, okay, die Olle war ein bisschen komisch. Aber war doch schön, aber sehr vorhersehbar. Also es war sozusagen klar, er geht dahin, hat irgendeine tolle Fähigkeit, womit er Leute umbringen kann. Also, dass er halt schneller und cleverer und whatever ist. Und die alle umbringt. Und dann kommt so ein Widersacher, der ihm dann ganz, ganz viel Schwierigkeiten macht. Natürlich alle, die er mag, gefangen nimmt. Und natürlich ihn erpresst. Und ich weiß nicht. Also, ich fand es sehr vorhersehbar. Und natürlich ist er der Held, wird irgendwann mal ins Bein geschossen, ist aber trotzdem allen anderen überlegen und. Nee, nicht ins Bein, in die Schulter wurde ihm geschossen. Ah ja. Ein Museumsstück. Die Abgründigen haben eine Razzia in den Bergarbeiterlagern der Brecher beim Eiswachtgrat gemacht. Nur wenige haben den Zorn der Kultisten überlebt. Und nun haben die Abgründigen den Grat unter Kontrolle. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesen Standorten vorhaben, aber ich weiß, dass wir das herausfinden müssen. Einer der Überlebenden erholt sich hier bei uns im Lager, findet heraus, ob er weiß, nach was die Abgründigen suchen.